Guten Tag. Guten Tag. Freut mich sehr. Ja, schön, das war ich. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bei Jürgen Wendel und seiner riesigen Korallenzuchtanlage. Wir werden heute ganz viel Fachchinesisch auch reden, aber wir werden es so versuchen darzustellen, dass auch wenn ihr ein Anfänger in dem Hobby seid oder vielleicht noch gar keine Erfahrung habt, so ein bisschen die Inhalte nachvollziehen könnt. Denn bei dir läuft das anders als im Heimaquarium. Ja. Durchaus. Wir schauen uns erstmal das große Becken an und gehen dann die verschiedenen Räume durch. Wir werden ganz viele LPS-Korallen sehen, Weichkorallen sehen. Du hast auch kleinere Schauaquarien drüben. Es wird auf jeden Fall kunterbunt. Ganz wichtig, bevor man dieses Video jetzt weiterschaut, bei dir kann niemand einfach herkommen und Korallen kaufen. Nee, also ja. Ich beliefer tatsächlich mittlerweile ausschließlich den Fachhandel. Richtig, weil ich weiß, wir hatten ja das letzte Mal gefilmt und es sind ja auch immer mal wieder Kameraleute bei dir und ich kenne die Anfragen bei dir, dass dann wirklich jemand sagt, hier so eine Weichkoralle, das wäre doch eine nette Geschichte, da frage ich mal hier an. Funktioniert nicht, ne? Also das ist bei dir nicht drin. Ich bin über ganz Deutschland gut vertreten mit meiner Zookette und auch mehrere Zoogeschäfte. Ja. Dort können sie natürlich meine Tiere kaufen. Ich selbst muss ehrlich sagen, ich will mit möglichst wenig Angestellten arbeiten, damit ich in der Materie drin bleibe. Wie viele Leute arbeiten hier bei dir? Im Prinzip, ich habe nur im Büro jemand und Kraft die Scheibe putzen. Alles, was mit Koralle zu tun hat, mache ausschließlich ich. Und dadurch lerne ich weiter. Ja. Also das ist für mich ganz wichtig, ich muss ja weiterkommen. Ja. Wenn ich meine Arbeit, die ich habe, vergebe an Leute und sage, mach mal, dann entwickelt sich ja die Korallenzucht nicht mehr weiter. Mhm. Und aber damit ich die Zeit habe, das zu machen, kann ich keine Aquarianer empfangen. Von den Abmaßen, wo bewegen wir uns da? Das sind 7000 Liter, das habe ich noch im Kopf. Ja, 2,40 Meter meine ich im Durchmesser und knapp 1,70 Meter hoch. Aber das Format, du hast ja diesen Effekt, wenn du so wirklich davor stehst, du siehst gar nicht, wo es aufhört. Das geht quasi einmal an dieser Rifffront vorbei. Das ist so ein komplettes verschwommener Background. Das ist so krass, dieser Effekt. Das geht so in die Tiefe. Es sieht halt so aus, als wären riesige Fische da drin, sobald sich ein Fisch in diesen Lichtbruch reinbegibt nach hinten. Da werden die halt so groß gezogen, ne? Weil das hatte ich auch schon oft in Kommentaren gelesen, dass die Leute ja sagen, das sind ja viel zu riesige Fische, die können sich da ja gar nicht richtig drehen. Aber es sieht natürlich so aus, ne? Wenn da von hinten so ein dicker Kaiser kommt, aber den zieht es ja richtig groß. Zum einen das und zum anderen, für einen Fisch ist ja die Beweglichkeit im Rundbecken ja viel, viel stärker. Das sag ich auch immer. Ja. Also in jedem eckigen Becken, selbst wenn das Becken 5 Meter lang ist, muss er ständig umdrehen. Das ist es nämlich. Und welcher Fisch dreht nicht mehr um? Ja, richtig. Also das, hier geht es halt in einem durch. Also das auf alle Fälle. Für das Schwimmverhalten von einem Fisch ist ein Rundbecken definitiv das Beste, was gibt. Wir schauen auch gleich mal von oben rein, weil da, finde ich, kommt dieser Effekt am ehesten raus. Mhm. Weil von oben hast du eben nicht dieses Acrylglas, was das so bricht, sondern du siehst einfach mal die wirklichen Dimensionen. Mhm. Weil du kannst das gar nicht richtig greifen von den Fischen her. Du kannst ja gerne mal 2, 3 Sachen sagen, wie du den Besatz aufgebaut hast. Und vor allem, was das Ganze korallentechnisch mit sich bringt. Weil wir sehen ja an sich nur 2 Arten, Gorgonien und Anemonen. Das muss ja einen Grund haben. Die, wo halt giftig genug sind, darf Fische nicht essen. Also mein Schwerpunkt war natürlich bei den Becken immer auf Fischbecken. Weil für ein koralliges Becken ist die Größe total unwirtschaftlich, viel zu aufwendig. Allein Beleuchtung, Fische, ne? Du musst die Beleuchtung, ich muss welche jeden Scheiß rein. Ja. Macht am Anfang riesen Spaß. Ja, glaube ich. Aber wenn man in der Woche 3 Mal rein muss, verliert man so. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Für Fische ist es aber wirklich das große Problem, wenn ich einen Fisch habe, der 40 cm hoch wird und das Becken bloß 70 hoch ist, das wirkt auch optisch beschissen. Ja. Nicht nur, dass der Fisch keinen Platz im Becken hat, das sieht auch optisch überhaupt nicht schön aus. Wenn man jetzt das guckt, die größten Fische, die haben ihr 35 cm erreicht. Das ist schon. Und wirken da drin aber recht zierlich. Die haben oben, unten in alle Richtungen genug Wasservolumen. Und somit kommt diese Größe
gar nicht so riesig raus. Ja. Würde man den Fisch nehmen und würde ihn in ein normales Aquarium setzen, dann wäre das ein Riesenfisch vom optischen her. Also ich glaube, für Fische sollte man schon auf Wasservolumen gehen. Mhm. Also und Rundbecke, also ganz bestimmt, wenn es rein um den Fisch geht, dass er seine Kreise ziehen kann, ist ein Rundbecke genial. Also er muss nicht umdrehen, eine Runde sind 7,5 Meter. Ja, das darf man nicht vergessen. Also wenn ein Fisch einmal rumschwimmt und dann ist der, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist der über 7 Meter geschwommen. Gerade man sieht da die Drücker, ne? Wenn man jetzt Rotzahndrücker hier oben zum Beispiel, ich durfte letztens das erste Mal in Korallenriff tauchen. Ich war in Ägypten und dann siehst du halt mal die Tiere in Natur. Und wenn du mal so ein Tier siehst, wie es in der Natur auch teilweise in Gruppen unterwegs ist, das ist ja brutal, wenn die mal kurz Gas geben, was die an Strecke machen. Wie willst du denn das in einem Aquarium, was vielleicht 2-3 Meter lang ist, natürlich, wie willst du das bewerkstelligen? Ganz klar. Auch die Revierbildung ist in einem Rundebecke weniger. Gerade für Kaiser wahrscheinlich. Genau, gerade für Kaiser. Es heißt nicht, dass es jetzt keine Reviere gibt in einem Rundebecke, aber das Ganze ist nicht so aggressiv. Ich würde mal sagen, mindestens 30 Kaiser drin und davon bestimmt 20 Großkaiser. Ja. Das wäre von der Reviere her kaum verteilbar in einem normalen Aquarium. Spannend. Das sind alles so Punkte, wo für den Fisch schon wichtig ist, dass er nachts einen Schlafplatz hat, dass er über Tag nicht ständig nur weggejagt wird. Von der Verteilung her der Fische ist ja auch wichtig, ne? Dass man quasi sagt, ich habe nicht nur bodenbewohnende Tiere, natürlich, sondern man sieht hier sehr schön die ganzen Chromis oben, ne? Die genießen natürlich den freien Schwimmraum. Ja. Du hast so die Kaiser, die so ein bisschen in der Mitte unterwegs sind und am Boden hast du dann viel kleinere Riffbarsche, hast du auch eine Meerbarbe, sehe ich gerade, gell? Also das verteilt sich ja auch nochmal, was ja auch nochmal in einer gewissen Höhe auf jeden Fall berücksichtigt werden kann. Das hast du ja mit 60 cm Höhe nicht. Nee, kriegst du nicht hin. Wie funktioniert die Strömung? Du hast die Strömungspumpen in alle Richtungen von der Mitte des Beckens platziert, weil du kannst ja auch schlecht hier was dran machen. Das brauchst du auch nicht, weil das runde Becken nimmt die Strömung ja mit. Also du hast ja nicht diesen Abpralleffekt, sondern bei rund geht ja die Strömung praktisch weiter. Warum strömst du dann aber gegen die Scheibe? Wäre es nicht sinnvoller, die Strömungspumpen so zu setzen, dass du quasi eine Zirkulation hast? Das vielleicht strömungstechnisch durchaus, aber dann platzierst du die Pumpe in den Sichtbereich. Ah. Und das möchte ich natürlich nicht. Also, und es ist ja nichts drin, wo jetzt eine perfekte Strömung braucht. Auch wichtig. Also das ist ja auch, wir sprechen jetzt nicht von irgendwelchen Koralle, die jetzt in alle Richtungen die perfekte Strömung brauchen. Das sind im Prinzip Koralle drin. Also wenn sie den Fisch nicht umbringt, dann die Strömung ist da garantiert nicht mehr das Problem. Und Sedimente hat man sowieso durch die viele Papageienfisch, Meeresbarbe. Also so starke Strömung ins Becken zu bringen, dass die Steine immer sedimentfrei halten kannst, geht gar nicht. Ja. Also man kann auch nicht so Becken komplett algefrei und perfekt halten. Das ist schnell im Fischbecken kaum möglich. Das ist so schön. Und Weichkorallen, muss man ganz ehrlich sagen, sind ja auch teilweise aus dem Einzelhandel verschwunden. Ne? Weil viele so den Fokus auf LPS und SPS gelegt haben. Richtig schöne Weiche bekommst du ja gar nicht mehr so selbstverständlich in jedem Fachgeschäft. Nee, klar. Die Fachgeschäfte sind halt doch eher auf den richtigen Aquarianer, der schon länger macht. Ja. Und das hat sich in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, stark in die Technik verlagert. Und wer Technik liebt, der liebt natürlich automatisch keine Weichkoralle. Also wer kauft Koralle, die Technik nicht brauchen. Für einen Anfänger ist es genau umgedreht. Ein Anfänger, der hat halt gerne eine einfache Start. Und da sind eine Weichkoralle, LPS-Koralle, sehr dankbar, brauchen wenig Energie, auch in der heutigen Zeit ein Riesenthema. So Weichkoralle braucht maximal ein Drittel von der Energie wie Steinkoralle. Der, wo das schon lange macht und wo Tausende von Euro ausgibt für irgendwelche Messtechnik, der interessiert sich für sowas gar nicht. Und ich glaube, wenn du anfängst mit der Aquaristik, mit solchen Korallen, irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, jetzt habe ich wieder richtig Lust auf so ein einfaches, simples Korallenbecken. Durchaus. Weil so ein Sakrophyton mit so grünen Spitzen, das ist doch ein wunderschönes Tier. Klar, früher hat es natürlich auch bunte Weichkoralle gegeben. Da hat man braune Weichkoralle gehabt, die mehr oder weniger offen waren. Aber so ein bisschen Gorgonienfärbung. Weichkoralle-Becken war automatisch braun. Also ich bin doch halt ein bisschen anders da, aber ich habe mich in dieser SPS-Welt nie wirklich wohlgefühlt, weil ich müsste mich dann mit meinem Wasser beschäftigen. Und das muss ein Aquarianer am Anfang natürlich auch, wenn er Weichkorallebecken macht, bis er mal so ein bisschen den Fahrplan hat. Der Weichkoralle zeigt optisch sofort. Also da, und man hat Spielraum. Also wenn ich jetzt sage, bei einer SPS-Koralle, ich gucke mal die an. Die sieht nicht so gut aus. Und ja, dann ist sie aber schon tot. Ja, ja. Und eine Weichkoralle, wenn der was nicht gefällt, geht die heute zu. Ich habe 4 Wochen Zeit,
das Problem zu lösen. Normale Euphilia, Hammer Euphilia, die gibt uns Tage und Wochen Zeit, Probleme zu lösen. Das macht das Hobby irgendwie ganz anders, weil man beschäftigt sich dann wirklich mit den Tieren. Also ich muss nicht wissen, wie es mein Wasser, wenn das Tier offen ist. Wenn jetzt das Tier zugeht, dann muss ich natürlich irgendeinen Weg finden, was könnte es sein, das ist klar. Misst du hier überhaupt groß? Nee, ich misse schon seit Jahren nicht mehr. Nur mit Auge. Also ich würde sagen, die letzten 7 Jahre habe ich außer KH nichts mehr gemessen. Und, geil, oder? Aber das ist natürlich für mich auch das Allerwichtigste. Ich würde mich niemals, es wird mir im Traum nicht einfallen, mich hinzustellen, um mal Wasser zu messen. Also so Zeitverschwendung im Leben nicht. Läuft, ja. Geil. Nochmal zur Thematik Fische, die Korallen fressen. Na, das ist, sehe ich gerade bei Anfängern, oftmals so ein schwieriges Thema, weil natürlich die Fische sind toll. Du hast hier schöne Falterfische drin. Du hast ja auch was gut, Kaiser sowieso. Also alles, was wirklich nicht in ein Riffbecken integrierbar ganz genau ist. Ja. Und das kriegt man ja eigentlich nur hin mit einem Becken, wo zum Beispiel nur Anemonen drin sind. Was für Korallenarten, sagst du, sind trotzdem irgendwie vertretbar mit diesen Tieren? Weil das Becken steht jetzt wie lange? Das ist eine gute Frage. Also 5 Jahre mindestens 5 Jahre. Aber es könnte auch schon länger sein. Und da hat es ja einiges an Wechsel gegeben. Natürlich, wo ich das letzte Mal da war, gab es ja viel mehr Korallen. Genau, gab es noch Auswahl. Viel mehr Korallen. Ja. Also ja. Das ist einfach Fakt, dass es nicht kombinierbar ist, sagst du? Nee, oder es geht ein bisschen nicht. Was? Nee. Wenn die Großkreiser klein sind, ist natürlich das Fressverhalten schwächer. Ja. Dadurch können dann noch mehr Korallen überleben. Aber man kann niemals immer Koralle fressenden Fisch abgewöhnen, Korallen zu essen. Ja. Das geht nicht. Der kann satt sein, so viel er will. Der wird trotzdem immer lieber die Koralle essen wie das Futter. Mhm. Das ist dem seiner Natur. Es gibt aber natürlich Korallenarten wie Anemone, auch Gorgonien, die sind so extrem giftig und schmecken überhaupt nicht gut, dass die selbst die Großkreiser kaum anrühren. Also wenn sie ab und zu mal ganz gut drauf sind, dann sieht man wohl, dass ein Stück Gorgonien die Fresse wird, aber es ist ganz selten. Weil ich sehe oft zum Beispiel auch kleinere Kaiser in Großbecken mit Korallen. Das kann sich immer ganz schnell ändern, das oder? Das ist das Problem. Also von einem auf dem anderen Tag frisst er plötzlich Korallen. Der andere Tag und der Fisch lernt vom anderen. Das ist das große Problem. Ah. Wenn ich jetzt 5 Zwerchkaiser im Becken habe, wo keiner was macht, und ist jetzt einer dazu, der frisst, fressen 3 Tage später alle 5, wo drin waren, auch. Also wenn man jetzt rein SPS-Koralle hat, oder eine richtige Euphilia, wo wenigstens das Futter nicht festhalten, dann kann man eventuell jahrelang Glück haben. Mhm. Aber sobald man anfängt mit Korallen, wo ihr Fühler ausfahren, wo mit Staubfutter zu füttern, wo dann wirklich die Koralle aktiv das Futter fängt, dann kommt der Fisch und frisst aktiv raus. Hast du jetzt in dem Besatz hier ein Tier eingesetzt, was du vielleicht auch aufwendig wieder rausfangen musstest, wo du dachtest, oh, das funktioniert gar nicht. Der Fisch hat sich mit den anderen Tieren nicht vertragen oder der Fisch hat zu viel Radau gemacht. Gab es da mal sowas? Nee, eigentlich nicht. Natürlich, was immer ein großes Problem ist, ist diese Paarhaltung. Ich habe natürlich immer gern 2 Fische. Es heißt ja auch immer, der Fisch soll nicht alleine sein. Ist auch aber, in der Natur oft so, dass gerade so Falterfische, ne, die schwimmen ja, gerne zusammen. Das ist richtig. Sowas. Aber im Aquarium entsteht halt für das Männchen den Druck, er wird permanent geprüft, ob er noch stark genug ist. Mhm. Und sobald das Weibchen stärker ist, bringt es das Männchen um. Zum Beispiel in Silaris, da passiert das gar nicht. Die sind sehr gutmütig. Mhm. Bei Imperator geht es gerade so. Papageiefisch ist immer so ein großes Thema. Wenn die dann beide geschlechtsreif sind, werden sich einige oder nicht. Wenn man es einfach machen will, ein Fisch. Also wenn ich in der Becke alles nur einmal drin hätte, könnte ich wahrscheinlich noch viel mehr Fische reinsetzen. Mhm. In Silaris macht er mit Imperator nichts. Die sind eher untereinander immer am Gucken, dass im Prinzip der, wo das Mensch halt ist, auch wirklich der Stärkste ist. Im Aquarium stellt man ganz klar fest, dass sobald der kleinere Fisch die Größe erreicht, wo der andere hat, findet immer eine praktische Konfrontation statt. Von der Scheibenreinigung her ist, denke ich, auch eine Frage, die ganz, ganz viele brennend interessiert. Zum einen, du hast Acrylglas, bist du perfekter Ansprechpartner, aber bei dir ist ja alles Acrylglas. Richtig. Wie reinigst du so ein Becken? Musst du da wirklich reinsteigen für? Oder hast du auch also mit Magneten die Möglichkeit, natürlich, das Ganze? Jeden 2. Tag muss es mit Magnet gereinigt werden. Ah, okay. Also schon steht keine Chance. Dann hat man natürlich das Problem, also ich war jetzt vor 3 Wochen drin, das bringt der Magnet ohne irgendwann nicht mehr weg. Das wird immer stärker. Also ich mache so, ich fange oben an zu putzen, putz und fahre einmal durch die Boote durch. Komplett. Was man normal nicht machen soll. Aber es ist immer eine Gratwanderung. Entweder, wenn ich oben drüber bleibe, dann ist das so rabenschwarz. Sieht beschissen aus. Wenn man durchfährt, hat man feine Kratzer in dem Bereich.
solange man den Magnet nicht hochzieht. Ja. Und in dem Bereich sieht man es aber nicht, weil man guckt schräg drauf. Ein Kratzer im Plexiglas fällt nur auf, wenn man waagrecht auf den Kratzer guckt. Ah, ja, das klar, ist, was man ohne hier nicht macht. Du wirbelst natürlich hier Sand auf, das klar. Verfängt und sich dann. Das verfängt sich und du schiebst mit, weil ich auch nicht mehr so oft rein kann, wenn ich drin bin, nämlich tatsächlich die Rasierklinge. Wie lange brauchst du, um das Ding, wenn du reinsteigst, einmal mit Vorbereitung? Eine Stunde drin. Anderthalb Stunden mit Vorbereitung. Aber eine Stunde im Becken. Machst du mit Schnorchel oder Flasche? Nee, mit Schlauch. Okay, einmal. Einmal, ja, Flasche ist so viel zu gefährlich, dass man das ständig gegen die Wände macht. Hobby extrem. Ja, Hobby extrem. Jürgen muss jetzt einmal mit dem Gabelstapler die Strömungspumpen ausmachen. Ja, aber das ist jetzt nichts für die Berufsjugendschaft, ne? Ja, also. Und weil die Netzteile oben sind und ich dachte halt so, ja, das ist doch total doof, aber er muss natürlich nie die Strömung ausschalten, nee. Nur weil wir jetzt filmen. Dieses Risiko gehe ich normal nie ein. Was tut man denn alles für ein schönes Video? Ja. Und jetzt einmal mit der Kiste schön durchs Acryl. Ja, ja, zack, genau. Fantastisch. Genau. Boah, das sieht echt nah aus, ne? Ah, ne, es geht. Das ist kein Problem. So, das langt. Die Fernbedienung zu unserem Glück. Geil. Ist das geil. Und da hast du doch LED, Jürgen. Was? Da hast du ja doch LED drin. Hier? Ja. Hier habe ich LED, tatsächlich. Ist ja auch ein Schauaquarium. Ja, genau, stimmt. Das. Ja, wir können ja mal weitergehen zur Technik. Was der ein oder andere ja von sich zu Hause vielleicht in so einer Größe kennt, ja, wird hier einmal bam, in einen 900-Liter-Abschäumer gepackt. Das Teil ist wie das Becken unten auch aus Acryl. Ja, bei mir ist tatsächlich außer zwei kleine Schaubecken alles Acryl. Du ja. hast was für einen Vorteil damit, wenn du das aus Acryl baust? Die Haltbarkeit ist deutlich länger. Mhm. Also bei Glasbecken habe ich einfach das Silikon als Problem. Die Glasscheiben halten ewig, aber das Silikon rennt da nicht. Mhm. Und in der Zuchtanlage habe ich sehr wenig Silikon und sehr viel Wasser. Ja, also die Geräte sind eigentlich, ich würde sagen, für mich auf Lebenszeit, also da wird niemals irgendwas kaputt gehen. Also außer technisch, aber es wird nicht der Körper an sich. Mit nie kaputt gehen. Wie viele Pumpen hast du hier jetzt angeschlossen? Hier sind vier Ebbes-Pumpen dran, die bringen zusammen 30.000 Liter Wasser durch in der Stunde. In der Stunde 30.000 ja. Liter für Abschäumer, ja, das kann man ja. mal machen. Und rohrtechnisch, also... Tatsächlich habe ich einen Kilometer Rohr gekauft. Ein Kilometer Rohr. Also ich habe noch ein bisschen was übrig, aber das meiste habe ich also, verbaut. Wenn mal jemand so ein Rohr braucht, dann kann er gerne ja, mal beim Herrn genau, Wendel nachfragen, genau. Der hat bestimmt noch was ja. übrig. Du hast jetzt hier ein riesiges Rolltor. Ja. Das bringt wahrscheinlich die ganze Frischluft und beziehungsweise auch einfach die ganze überschüssige Feuchtigkeit gut nach natürlich. Draußen. Natürlich, im Sommer ist das natürlich eine ganz einfache Geschichte. Richtig. Wie hilfst du ansonsten nach? Oder nee. Funktioniert das durch die Thermik bei dir so gut? Weil ich glaube, wenn jemand so große Wasservolumen hat in der Halle, ist das sicherlich schon irgendwie es wichtig. Ist, im Winter ist es einfach ein großes Problem, weil die Halle warm bleibt. Ja. Warm und feuchter. Mhm. Aber was natürlich mittlerweile der riesen Nachteil ist, ich habe natürlich hohe Heizkosten im Winter. Im ja, Sommer klar. ist alles kein Problem. Heizst du die Halle oder heizst du die Becken? Nee, ich heiz die Becken. Jedes einzelne. Aber die Becken heizen natürlich mal Hallo 16 Grad im Winter. Wenn wir jetzt mal nur von Weichkorallen ausgehen, mhm. wie viel Korallen verlassen im Monat ungefähr deine Anlage hier? Auch mit kleineren Ablegern. Ne? Ja, natürlich. Also die Ableger sind oft kleiner jetzt wie die. Ja. Also ich habe schon meine 1000 Koralle im Monat, habe ich schon. Die SPS, die bei mir wollen, die sind zwar sehr gefragt, aber die wollen anscheinend nicht so wachsen jetzt in diesen tollen Wassersysteme. Weil die sind dein PO4-Wert hier gewöhnt und alles, was damit einhergeht. Ne? Keine Ahnung. Also ich kann stinknormale Mundiporas gar nicht halten, mhm. aber die ausgefallenen Sorte, die wachsen bei mir. Ich sehe ja wirklich klares Wasser. Ich weiß nicht, hast du da ja. Vlies oder sowas hinten dran? Nee, ich arbeite ausschließlich über Absätze. Okay. Ich habe hier ohne Becken, das werden alle Sedimente, deshalb arbeite ich auch mit wenig Zufluss. Das Prinzip von Absätze funktioniert nur, wenn das Wasser beruhigt ist. Also das Wasser, was aus der ganzen Anlage geht? An der ganzen Anlage. Geht in den Abschäumer? Nee, der Abschäumer hat mit dem nichts zu tun. Ah. Das Rundbecken und das hat nur ein ganz kleiner Abschäumer. Wasserwerte spielen ja, ja. keine Rolle in dem System, brauche ich auch keinen Abschäumer. Das geht also hier rein, das setzt sich einfach ab? Setzt sich einfach ab. Abgefahren. Und bleibt sitzen, also der wird auch nie entfernt. Der Dreck ist ja der Grund, warum das so gut funktioniert. Hammer. Also du hast da keine Watten drin, die du nichts, tauschen musst? Nichts. Ich mache nur wartungsfreie Systeme. Ich sehe jetzt schon die Kommentare, ne? Viele sagen, ja perfekt, genauso mache ich das auch. Und der funktioniert das habe ich in einem Video gesehen, klappt.
Das ist nämlich die Sache. Nee, also das ganze Konzept funktioniert erst dann, wenn man keinen Fehler mehr macht. Ja. Also der Aquarianer hat durch die Technik sich Technik eingebaut, wo seine Fehlverhalten ein Stück weit wieder gut machen. Das ist natürlich auch ein Punkt, wo jedem Aquarianer klar sein muss, wenn der jetzt hingeht und macht seinen Abschäumer weg, kann er machen. Es läuft, wenn er alles richtig macht, besser wie mit Abschäumer. Nur er hat die Sicherheit weg. Also wenn der in Urlaub fährt und ist der Meinung, der Nachbar macht das richtig, macht das falsch, hat der Aquarianer mit Technik ein Becken, wo man sieht, oh, das ist irgendwie nicht mehr ganz so hundertprozentig. Ja. 14 Tage später hat das wieder im Griff. Der Aquarianer ohne Abschäumer, dem sagt, Becken ist platt. Ich habe zum einen große Wasservolumen, was die Sache erleichtert. Was hast du in der ganzen Anlage? Ich habe ihm meine Schaubecken-Kreisläufe, also großes Becken, kleine Schaubecken, wo man gleich hingeht und die kleine Zuchtanlage, 16.000 Liter. Mhm. Und hab nochmal einen separaten Kreislauf mit der großen Zuchtanlage, auch wieder 16.000 Liter. Also über 30.000 Liter. Über 30.000 Liter quasi Wasser. Mit einem System, was ja sehr einzigartig ist, muss man schon fast sagen, in Einfachheit. Richtig, betreibst. Also du machst hier, ja, das kommt, jetzt kommt es nämlich, ich nehme es mal kurz vorweg, ja. Du dosierst nichts. Nee. Du versorgst diese 30.000 Liter mit Wasserwechsel. Und wieder, bevor jetzt die Leute kommen und sagen, ja perfekt, dann mache ich das auch so, du machst einen enorm großen Wasserwechsel. In der Zuchtanlage ja. In den Becken jetzt nicht? Nee, das ist unwichtig. Läuft einfach so. Biologie braucht keinen Wasserwechsel. Also ich kann hier drin keine, außer Weichkoralle, keine Koralle-Arter halten, ja, weil die Wasserwerte so hoch sind. Außer, sehen wir gleich im Schaubecken, eine einzige Euphilia. Ja, dann schauen wir die uns die an. Die ist genial und toll. Und alle anderen Euphilia-Arten, wo ich noch habe, würden in dem Wasser sterben. Die Euphilia-Art, die hat tatsächlich gern extremst belastetes Wasser. Und man sieht es ja auch hier. Und das ist das Tolle. Wenn man nährstoffreiches Wasser hat, ist die Farbe der Koralle im Dunklen genauso wie im Hellen. Ja. Und das verändert sich massiv, wenn das Wasser sauber wird. Weil dann wird die Koralle da unten nicht mehr leben können. Was schätzt du, was hast du hier für Werte drin? Ich schätze mal mindestens 400 Nitrat. Ich messe nichts, das sind Werte, wo man irgendwelche Wissenschaftler gemeint haben, sie wollen es wissen. Mich interessiert es ehrlich gesagt nicht. Aber es ist einfach so, ich mache auf 16.000 Liter Wasser ein Kilo Futter am Tag und hole nichts raus. Ja. Und dementsprechend bleibt natürlich viel drin. Ein Kilo Futter geht in diese Anlage jeden rein, Tag. Am Tag. Ein Kilo Futter am Tag. Frost wahrscheinlich, oder? Ja. Fütterst du manchmal trocken auch? Nee. Also noch Granulatfutter, also keine Flocke, aber Granulatfutter. Also Aquarianersicht würde man sagen, Katastrophe. Ja. Das Becken ist beschissen durchströmt, es ist eigentlich schlecht beleuchtet, die Lampen sind schon uralt, aber im Endeffekt ist es dem Tier gerade egal, weil das Wasser das hergibt. Das Licht in dem Becken ist eigentlich nur, dass man die Koralle sehen. Aber für die Koralle ist das Licht kaum wichtig. Ich mache immer aktiv gehirnte Biologie. Aber das findest du doch über Zufall raus, oder? Ich meine, du kaufst ja nicht dieses Tier und sagst, in diesem Milieu überlebt eine solche Euphilienart. Das findest ist du klar, doch heraus, das, einfach, oder? Welche Koralle das möchte, findet man heraus. Ja. Aber das Grundprinzip, warum es überhaupt funktioniert, das muss man natürlich verstehen. Ja. Und heute versteht man halt eher dieses wissenschaftliche wasserchemische Zeug, als wie einfach ein gesamtes biologisches Konzept. Und Biologie entsteht halt erst in belastetem Wasser. Ich meine, wie soll eine Biologie entstehen in einem ganz sauberen Wasser? Ich entferne ja alles Wasser. Steril ist natürlich nie, aber, ne? Steril ist es nie. Wie viel Wasserwechsel machst du im Gesamtsystem dann, prozentual? Ich bin bei 20% in der Woche. 20% in der Woche? Ja. Das sind bei, was waren das, 16.000? Also sind gute 3.000 Liter. 3.000 Liter, ja. Das ist ein System, was dich enorm in der Korallenauswahl ja einschränkt. Also ganz so klar. Wie das hier vonstatten geht, bist du nicht in der Lage, zum Beispiel ein schönes Mischbecken mit ein bisschen LPS, bisschen SPS, alles Mögliche zusammenzuraufen, ist erschwert dadurch. Mit Wasserwechsel, ne? Schon. Ich meine, hier machen wir ja keinen Wasserwechsel. Ja, ja, das ist ja, mit Wasserwechsel geht es, es endet bei der SPS. Ja. SPS kann man vergessen. Und bringt Ozon da was? Nee. Ozon ist ja primär fischtechnisch. Fische, ja. Ozon machst du beim großen Becken wahrscheinlich nicht, ja, natürlich mache ich Ozon. Machst du Ozon? Also keine Auswirkungen auf irgendwelche Wasserwerte. Ja, ja. Also du hast bestimmte Elemente, die du für die SPS-Haltung brauchst, nicht im Wasserwechsel. Ne? Die musst du dazu dosieren. Du brauchst auch ein viel reineres, wenn man es so ausdrücken will, Wasser, um quasi eine SPS-Haltung zu gewährleisten. Würdest du hier irgendeine große Akku reintun, die wird innerhalb zwei Tage allein, tot. Allein lichttechnisch wäre es schon uninteressant für die. Ging nicht. Also man, böse Zungen behaupten, ja, das Vorbeilaufen ist schon gefährlich. Ja. Mit der Koralle im Beutel. Ja. Also, nee, ich übertriebe, aber tatsächlich. Die sieht das und denkt zwei, ja, aber wirklich, also Argepora, zwei Tage, wäre sie tot. Ja. Wollen wir mal in die große Zucht gehen? Ja. So.
Jetzt wird es nämlich spannend. Das hier ist für alle, die bestimmte Euphilienarten lieben, das Schlaraffenland. Und zwar hast du hier, wenn ich mich recht entsinne, 10.000 Köpfe Golden Torch. Ne, so viel sind es da nicht. So viel sind es nicht. Also mehr. Die okay. Hälfte in etwa. 10.000 Köpfe Euphilia habe ich, aber davon nur die Hälfte Golden okay. Torch. Aber das ist das kann man gar nicht greifen. Ne? Wenn man das in einem normalen Aquarium sieht, ich filme ja viele Privatbecken. Mhm. Dann hast du hier und da mal fünf, sechs Köpfe. Ja. Mancher hat vielleicht auch ein bisschen mehr. Ja. Aber du gehst hier hin und es erschlägt dich einfach. Ne? Das ist das Wahnsinn. Du hast hier überall T5, sehe ich gerade. Ja, ja. Ne? Also du beleuchtest das ganze Ding nicht mit LED. Nee, das macht keinen Sinn. Aber höre ich ja öfters von Korallenzüchtern. LED ist was für die Aquarianer. Aber was hast du hier an Röhren? Du musst sie ja auch tauschen alle paar Nasen lang. Auch das ist sehr überschaubar. Ich habe am Anfang halbjährlich gewechselt und mittlerweile über die Weichkoralle mehrere Jahre kann man die drauf lassen. Also das ist, die halten deutlich länger, wie ein Ruf ist. Du hast jetzt hier die Anlage mit quasi zwei solchen Gängen hier, wo in der Mitte quasi die ganz große Euphylienanlage drin steht. Von der Artenvielfalt her, was kann man alles bei dir bekommen? Du hast natürlich Anemonen. Ich glaube, das haben wir uns angeschaut. Ich habe Anemone. Ich habe viele Gondioporas. Golden Torch in Hülle und Fülle. Ja. Auch die grüne, also die grüne Haarkoralle natürlich auch. Mit 1000 Namen im Internet, aber auch die ganz normale Euphylias, normale Hammerkoralle, normale Vorsteichkoralle, ganz, ganz viel Gondioporas. Also ich habe mittlerweile bestimmt 7.000 oder 8.000 Gondioporas wieder, weil der Bedarf einfach groß ist und die Gondiopora auch relativ, also in der heutigen Wassersysteme recht gut haltbar ist. Sie hält sogar das saubere Wasser eine gewisse Zeit aus. Das ist schon eigentlich eine dankbare Koralle. Jürgen, die gesamte Anlage hast du ja in einem bauen lassen und mitgebaut. Das ist ja jetzt nicht irgendwie über Jahre entstanden, sondern du hast ja ein Konzept gemacht und das ist ja dann wahrscheinlich auch irgendwie kalkuliert worden vorher, was das alles an Kosten fressen darf, das Projekt, oder? Ganz am Anfang habe ich eine Korallenzucht danach gebaut zum Tester aus Glas, weil ich wusste, ich muss sie jetzt erst mal kurz lernen. Ja. Die habe ich danach, die waren 10.000 Liter groß, die habe ich auch dann 4 Jahre später schon wieder abgerissen. Mhm. Aber allerdings war es da auch schon wieder undicht. Aber ich hatte da im Prinzip die Möglichkeit zu gucken, wo liegen die Schwerpunkte, was brauche ich. Also technisch, gerade das Thema Abschäumer. Ja. Das hat sich da herausgestellt, dass es für mich, wenn man vermehrt, wenn man viele Koralle verletzt, ganz wichtig ist. Dann hatte ich im Prinzip mit der Firma Choran Kontakt aufgenommen, die Anlage geplant und habe es über 2 Jahre realisiert. Zeit habe ich auch viel gebraucht, Geld war ja auch, muss ja verdient werden parallel und habe über 2 Jahre dann im Prinzip den Raum da drin gebaut. Vom Punkto Kosten her, wenn du darüber sprechen möchtest, weil ich weiß, dass es natürlich viele interessiert. Du machst das ja gewerblich. Ne? Ja. Das ist natürlich auch Hobbyherz, was da drin steckt. Ich denke, das sieht auch jeder. Ja. Aber es geht ja trotzdem auch darum, dass du dein Geld mit dem Korallenhandel verdienst, mit der Korallenzucht. Ja. Wenn du möchtest, was hast du denn hier an Geld reingesteckt? Pi mal Daumen, was so ein Becken kostet ungefähr? So ein Becken kostet weit über 100.000 Euro. Okay. Bis es wirklich steht. Deutlich über 100.000. Und dann wissen ja alle Aquarianer auch, nicht jeder Fisch, der da schwimmt. Also es wurden natürlich auch mehr Fische eingesetzt, die heute schwimmen, wie es halt immer so ist. Aber im Großen Ganzen, also das Becken hat noch keine größeren Zwischenfälle gehabt. Ich glaube auch nicht, dass es passiert. Toi, toi, toi. Aber es ist natürlich schon, gerade in der heutigen Zeit, wo das relativ unkalkulierbare Thema Energie. Ja. Also das Becken hat einen Heizbedarf von meinem ganzen Wohnhaus. Glaube das ich. Ist schon allein irre. Das Becken und dann hast du ja noch die Zuchtbereiche. Genau, und das war halt jetzt bis letztes Jahr habe ich für das Becken, ich sag mal im Jahr, Heizkosten gehabt von 800 Euro. Okay. Ich rechne jetzt das nächste Jahr mit Dreifacher. Ja. Nur an Heizung. Und das mit der Strom das gleiche. Boah, hast die du Photovoltaikanlagen oder ich sowas? Ja, okay. Ja. Weil aber müsste ich den ganzen Strom zukaufen, würde ich in der aktuellen Preissituation, also für meine Zucht, unser Schaubecken, bei über 6.000 Euro Strom im Monat liegen. 6.000 Euro Strom im Monat? Das muss ich ja auch erstmal rentieren. Natürlich. Gut, da hinten hast du noch ein paar ältere Grotec-Dosierpumpen, wenn ich das richtig sehe.
aber die sind nicht angeschlossen. Nein. Also hier wird nichts dosiert. Da hast du noch so ein Teil anemonentechnisch. Hier sind ja ganz viele Gonioporen unten. Der ganze Gang geht bis hinter nur mit Gonioporen. Genau. Also, das ist schon echt der Hammer, ne? Das geht auf 3 Etagen hoch. Da hast du ein bisschen Bakteriengeschichten drin. Ja, das ist mein Riesenfilter. Dein kompletter Riesenfilter, ja. Der geht von oben bis unten durch. Im Prinzip, jedes große Aquarium hat einen Riesenfilter und den füttere ich jeden Tag mit Frostfutter, dass im Prinzip genug Nahrung drin ist. Das Prinzip eines Riesenfilters ist es, in Verbindung mit Sauerstoff die Zersetzungsprozesse umzuwandeln. Also wenn jetzt jemand Fischfutter ins Becken macht, dann wird es hier, wenn man es drin lässt im Becken, wird es in einem Riesenfilter optimal zersetzt. Macht natürlich auch den Bodengrund, auch die Steine im Aquarium. Nur der Riesenfilter macht es halt effektiver. Also du hast quasi hier ganz viel Raum geschaffen, genau, durch diese ganzen kleinen, richtig, Dinger hier, also drin. Also dieser Behälter, laut Herstellerangabe von dem Material, ersetzt ungefähr 2 Tonnen Steine von der Biomasse her. Du hast quasi, mit Futter bringst du ja auch Schadstoffe ins Wasser rein. Ja? Und diese Schadstoffe müssen ja abgebaut werden, zum Beispiel durch Bakterien. Und hiermit bietest du quasi eine enorm große Oberfläche, als wenn du das ganze Ding nur in Glas oder in Acryl quasi hättest, wo sich diese Bakterien anreichern können, die dann entsprechend das wieder abbauen. Versteht man, oder? Ja. Also im Prinzip ist entscheidend, durch diese Riesenfilter entsteht mehr Nitrat und mehr Phosphat. Mhm. Das ist eigentlich mein Ziel. Für den Aquarianer ist natürlich deshalb auch der Riesenfilter verschwunden, weil er produziert ja Nitrat und alles, was so Nitrat und Phosphat produziert, wird ja heute abgeschaltet. Ja. Ein Riesenfilter hat im Prinzip die Aufgabe, das Futter zu zersetzen in Nährstoffe. Genau. In Nährstoffe heißt halt in dem Fall, es steigt der Nitrat- und Phosphatgehalt. Ja. Und da das halt im Moment unerwünscht ist beim Aquarianer, ist natürlich auch der Riesenfilter aus der Aquaristik verschwunden. Du hattest das letzte Mal auch einige Fische hier drin. Ich sehe jetzt vereinzelt noch ein paar, aber es sind, glaube ich, weniger geworden. Ich setze keine mehr nach, weil ich gemerkt habe, dass ich die Fische ja nicht brauche. Ich brauche nur das Futter. Also ich fütter auch ohne Fische, habe ich für das mehr Bestürmer. Ja. Aber das ist kein Problem. Ja, ja. Also im Prinzip, in die Anlage kommt am Tag 1 Kilo Futter rein. Ich brauche keine Fische, was fressen. Ich habe ja genug Würmer, Bakterien auf dem Riesenfilter. Und deshalb gebe ich auch mittlerweile mein Futter alles in den Riesenfilter rein. Nee. Natürlich. Einfach rein. Du fütterst den Filter. Ja, Hammer. Scheiß der Hund, nein. Und dann funktioniert es. Du hast auch gar keine Staubfuttergeschichten, nee, gar nichts. Total, also da kommt nur Frostfutter, Artemia, Mysis, was weiß ich. Einfach Artemia Kilo am Tag und fertig. Da ist auch wurscht egal, was es ist. Bitte mach das nicht zu Hause nach. Nee, das würde natürlich diese ganze Wasserthematik würde das zerstören. Ja. Weil der Aquarianer würde die Welt zerbrechen, wenn er das machen würde, was ich mache. Ja. Weil natürlich sein Wasser überhaupt nicht mehr in den Bereichen zu halten ist, wo er es gerne möchte. Wie lange braucht man, um so ein System anzuimpfen, bis das Ganze steht? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du so anfängst, das ist ja ein riesiges Biotop, was da letzten Endes dranhängt, was sich ja erstmal einspielen muss. Also ich brauche tatsächlich, bis der Becke richtig gut läuft, 5 Jahre. 5 Jahre? Aber das Entscheidende ist, es läuft dann ab dem Zeitpunkt immer besser. Es altert nie. Also der Aquarianer kennt sie umgedreht. Genau. Er fängt an und hat ein wunderschönes Aquarium. Und irgendwann und schleichen 2 Jahre sich so später an. Schleichen sich die Probleme ein. In der Phase, wo bei dem Aquarianer das Becken läuft, läuft bei mir noch gar nichts. Habe ich Algen, Cyanos, ich kann Koralle reinsetzen, weil ich mittlerweile, ich weiß ganz genau, wie das Biologische funktioniert. Das heißt, ich kann in mein Becken, wo voll sie mit Algen, Cyanos und alle möglichen Rotz, kann ich meine Koralle reinsetzen, die das natürlich überleben. Also keine Gondiporas, aber Weichkoralle und Sachen, wo groß aufgehen, Euphyllias, die kann ich reinsetzen, die überleben. Aber bis sie perfekt stehen, müssen die Algen verschwinden, müssen die Cyanos verschwinden, das dauert lange, lange Jahre. Mhm. Aber das verstehe ich natürlich, dass ein Aquarianer logischerweise ungeduldig wird, dann will jeder wissen, wie sind da Wasserwerte, dann prüft man irgendwelches Wasser, dann sagt man, ach guck mal, das und das stimmt nicht, ist ja ganz klar, dass es nicht läuft. Also von oben sieht man jetzt erstmal, wie wirklich auch der Abstand von den Steinen zur Scheibe ist. Ne? Da sind ja auch noch mal gute 30, 40 Zentimeter teilweise. Ah, oh, Mr. Kuhnase, das ist eine so geile Ansicht. Diese Chromis, wie die alle hier rumtigern. Alle weg von dir. Ja, hier gucken wir. Hallo.
Gönnt euch, Leute, gönnt euch. Tun wir euch mal was Gutes hier. Zack. Nicht falsch verstehen. Natürlich geht es denen auch so gut. Schauen wir mal. Die sind ja jetzt primär Frostfutter gewöhnt, gell? Richtig. Aber die Chromis gehen dran, ne? Ja, der Drückerfisch. Selbst der Drücker findet es interessant. Es verteilt sich halt schon sehr krass, das Futter hier, ne? Also von der Strömung her zieht das so richtig die Scheiben runter einmal. Jetzt haben wir kurz eine Zwischenlieferung, die abgeholt wird. Du lieferst eigentlich selber Korallen aus, gell? Ja, die meisten Korallen liefere ich selbst aus. Allerdings hat es gerade gehört zur eigenen Spedition, die Jawohl. Das mega gut machen. Und die fahren jetzt für mich nach München und nach Österreich und liefern die Koralle aus. Okay, und hier haben wir jetzt, was haben wir da drin? Es sind in seiner Box sind zwischen 35 und 50 Koralle drin. Okay. Die gehen jetzt einmal raus, also 100 Korallen ungefähr. Genau. Dann entspanntes Paket. Ja. Was liegt denn hier überhaupt an Wert in solchen Aquarien? Du verkaufst das natürlich an Händler, das hat andere Preise. Aber wenn man jetzt mal in den Fachhandel gehen wollen würde und würde sich diesen Besatz zusammenkaufen, das ist doch ein sechsstelliger Betrag. Natürlich. In der Summe natürlich schon. Gott sei Dank habe ich auch mit der hohen Energiekosten immer noch die Möglichkeit, ab 25 Euro ein ordentliches Sortiment an Weichkoralle und auch Gondioporas, die einfachere Variante, anzubieten. Ja. Natürlich geht der Goldene Euphyl ja auf 200 Euro hoch, das ist keine Frage. Aber ich würde sagen, in meinem Konzept ist die Masse der Koralle deutlich unter 50 Euro im Verkauf. Wir unterhalten unseren Strom immer nur über LED. Also über Licht. Aber Licht brennt nur 8 Stunden am Tag. Wenn ich, sagen wir mal, jetzt 20% Energie am Licht spare, ist es der gleiche Effekt, wie wenn ich jetzt die Strömungspumpe nur mal kleiner mache. Mhm. Weil die läuft 24 Stunden. Also von dem her gesehen, ist es schon gut, wenn man als Anfänger, gerade jetzt, wo alles recht teuer in der Energie ist, erstmal mit Koralle anfängt, die einfach einen kleinen Abschwimmer brauchen. Oft weiß der Aquarianer gar nicht, wo der Schwerpunkt liegt für ihn. Ja, ja klar, du entdeckst dich ja erst. Man entdeckt sich erst. Meine Zucht im Prinzip konzentriert sich schon immer auf Koralle, die wenig Technik brauchen. Ich selbst, habt ihr ja gesehen, habe für das Volumen an Korallensucht sehr wenig Technik. Und das kommt auch ein Stück weit dem Aquarianer so gut. Es heißt nicht, dass er das machen soll, was ich mache, du, nichts messen, nichts, das wollte ich damit nicht sagen. Aber man kann alles nur mal kleiner nehmen, man braucht auch nicht jede Technik, man braucht definitiv keinen Papierfilter. Würdest du die Anlage zu heutiger Zeit nochmal bauen? Mit den benannten Stromkosten, mit dem ganzen Aufwand, den du ja jetzt viel besser einsehen kannst, als du noch nicht diese Entscheidung getroffen hattest oder als du dabei warst, das zu bleiben? Also ich würde es wieder so machen. Zuchtanlage, keine Frage. Das ist ja auch ein Thema, wo man mit Geld verdient. Das Aquarium ist für mich persönlich natürlich sehr wichtig, weil es natürlich meinen Bezug zu der Aquaristik aufrechterhält und ich kann im Prinzip mein Hobby ausleben. Aber in der Größenordnung, wo ich es gemacht habe, zu der Zeit war der Strom günstig, war das von den Unterhaltungskosten her, da waren die Anschaffungskosten hoch, die Unterhaltungskosten niedrig. Ja. Und heute sind die Unterhaltungskosten sehr, sehr hoch. Die haben sich innerhalb von einem Jahr vervierfacht. Ja. Die Geschwindigkeit verlangsamt sich, weil es ist halt eine gewisse Perfektion. Ja, ja. Ich perfektioniere mich in meinem Bereich. Andere Korallenzüchter machen die Perfektion halt im Wasser, in ihrem Bereich. Rote Gondioporas konnte ich vor 5 Jahren am Leben halten, aber die sind nicht gewachsen. Und heute habe ich Tausende von denen. Aus denen, wo ich vor 5 Jahren, sagen wir mal, mir gekauft habe, die haben überlebt, die sind ein bisschen gewachsen, kann ich Menge machen. Ich habe zum Beispiel gecraftet die Montipora-Platte gekauft vor 5 Jahren. Die habe ich 5 Jahre jetzt wachsen lassen, ist gewachsen ganz minimal und habe dieses Jahr im Februar angefangen zu vermehren, konnte schon 300 Stück rausmachen, eine einzige Platte. Ich konzentriere mich dann auf meine Tiere, wo ich mal kaufe und lerne über Jahre, was brauchen die. Und kaufe nicht ständig neue, sondern im Prinzip, ich weiß, mir langen 4-5 neue Arten im Jahr reichen mir und mehr kaufe ich auch nicht und versuche die über Jahre zu verstehen. Mein Wasser mache ich immer gleich, aber jedes Bäcker hat eine andere Situation von Nesselgifte, biologisch vielleicht etwas unterschiedlich. Und dann versuche ich mit der ersten Fragmentation schon mal rauszufinden, in welchem Becken ist es perfekt für diese Koralle. Vielen Dank fürs Zusehen, Video kommentieren und tschö mit Ö.